Hallo liebe Billardfreunde, morgen findet hier in Viersen die 32. Team-Billard-WM statt. Für Martin ist es schon die 25. also Jubiläum. Für Cengiz, der war noch nie hier, hat noch nie mitgespielt, etwas ganz Besonderes, er ist hochmotiviert. Cengiz, hast du dich besonders vorbereitet? Was hast du zu sagen? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, dass ich zum ersten Mal hier in Viersen mitspielen darf. Bin motiviert, habe gut trainiert, habe mich gut vorbereitet und die letzten zwei Tage nochmal mit Martin Horn zusammengesetzt, haben wir nochmal zusammen trainiert und ich bin positiver Sachen. Also ja, kann ich nur bestätigen, wir waren heute noch im Trainingsraum von Martin und da hat er so super gespielt, der Cengiz. Er ist ja auch amtierender Vize-Europameister im Team und ja, Martin, der alte Hase, der Weltklasse-Spieler. 25. Einsatz hier, also das kann sich sehen lassen. Ja, Jubiläum, 25 Mal. So alt ist man eigentlich schon und dennoch fühle ich mich jung und frisch für neue Taten, vielleicht wieder für eine Medaille. Ich habe großes Vertrauen in unser Team, in Christian und natürlich auch in Cengiz, der super gearbeitet hat, der hat sich echt verdient, hier seine Nominierung und wir greifen morgen einfach an. Und morgen, glaube ich, 16 Uhr ist unser Spielplan. 16 Uhr, ja. Freitag 14 Uhr, Samstag 11 Uhr und vielleicht auch noch Samstagabend. Und wer weiß, ob wir uns Sonntag dann noch sehen. Also wir zählen auf euch. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Unterstützt uns vor Ort in der Halle oder online. Und wir hauen rein. Am liebsten vor Ort. Yes. Drückt uns die Daumen. Bis dann.